Ja, so unsere ersten Gedanken waren natürlich so, das, was wir uns die letzten 7 Jahre mühselig aufgebaut haben, das Team und das CCR zusammen, hat jetzt einfach mal einen Cut. Ne? Und wie geht es weiter danach? Ja, oder was passiert da jetzt überhaupt? Und kommen die Leute danach auch direkt wieder oder haben sie Angst oder vielleicht auch der Geldbeutel ein bisschen schmaler geworden? Die meisten sind jetzt doch in Kurzarbeit. Ja, wie soll das dann weitergehen? Ne? Die ganzen Veranstaltungen abgesagt. Alles geplant gewesen, viele Tagungen, Hochzeiten. Können die überhaupt stattfinden, dann die Hochzeiten im Sommer? Ja, was bringt die Zeit so mit sich jetzt? Ne? Ja, wir mussten natürlich gewisse Maßnahmen treffen, ne? Was die Küche, was den Gastraum betrifft. Sprich, wir haben alles leergeräumt, wir haben komplett desinfiziert einmal, alles so grundgereinigt, sage ich mal, ne? Die Lebensmittel so weit wie möglich verräumt, sprich in den Frigo, also ins Gefrierfach, was da reinging, und Kühlhäuser halt abgeschaltet, dass man halt auch so viele wie mögliche Kosten sparen kann einfach. Ja, und das ganze Team auch ein bisschen sensibilisiert darauf, dass sie sich das nicht komplett verrückt machen sollen. Dass wir hoffen, dass es doch irgendwann bald weitergeht. Die nächsten Schritte sind dann, wenn wir wissen, wann wir wieder da sein dürfen, ganz klar 2-3 Tage vorher komplett anrücken, nochmal alles komplett durchwischen, alles vorbereiten, Küche wieder hochfahren, Mise en place hochfahren und uns wirklich überlegen, Gedanken machen, was jetzt auch schon unser Küchenchef, der Herr Stromberger, macht, wie werden wir die Karte danach weiterfahren. Ne? Man braucht nicht denken, dass man jetzt hier im hochgeschochenen Viertel weitermachen sollte. Also das braucht, glaube ich, danach erstmal keiner. Ein gutes Schnitzel, ein gutes Steak, wie wir es die ganze Zeit anbieten, das werden wir fahren. Natürlich auch unsere Genusskarte, was vor der Schließung Bombe eingeschlagen hat, werden wir trotzdem weiterfahren. Aber da wird jetzt gerade ein neues Konzept, sage ich mal, und sich Gedanken darüber gemacht. Ja, mittlerweile ist ja schon einiges gelockert worden. Ne? Das eine oder andere versteht man natürlich. Es muss ja mit der Wirtschaft irgendwo weitergehen. Dass wir Gastronomen da jetzt als, sage ich jetzt mal, Anführungszeichen als allerletztes kommen, ist schwierig, ne, zu verstehen. Wir könnten auch gewisse Schutzmaßnahmen, ne, Tische weit genug auseinander, vielleicht nur Reservierungen bis 2 Personen, 4 Personen. Aber ganz klar ist es ja, es ist schwierig für die Gastronomen, für alle Gastronomen ist es auch schwierig, sich jetzt am Überleben zu halten, sage ich mal. Ne? Und da wäre der ein oder andere wirklich froh, wir auch natürlich, wenn wir weitermachen könnten. Ne? Es ist ja auch so, man ist ja nicht Gastronom, um jetzt Gastronom einfach mal zu sein, sondern man macht das ja aus dem Herzen raus, man möchte ja für seine Gäste da sein, man möchte sie bewirten, verköstigen, ne? Und das ist halt schon ein sehr, sehr schwer im Moment für uns alle. Die Gedanken gehen halt so weit, wann kann man wieder aufmachen und wie können wir das Ganze bewältigen? Dass es nicht normal sein wird, ist ganz klar, und deswegen muss man sich jetzt schon Gedanken machen, was für Schutzmaßnahmen kann man einleiten. Ne? Vom Händedesinfizierer über, wie gesagt, den Abstand von den Tischen, ne? Und Größe der Reservierung einfach. Also im Privaten, sage ich mal so, finanziell gesehen ist es halt schon schwierig momentan, ja, gerade durch die Kurzarbeit. Dann haben wir vor 5 Monaten noch Zuwachs bekommen, sprich meine Frau ist auch in Elternzeit, also zweimal sozusagen Kurzarbeit. Ne? Ist nicht ganz so einfach, aber da darf man den Kopf einfach nicht hängen lassen, ja, es geht immer weiter. Und wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, wie können wir für unsere Gäste da sein, ohne da zu sein. Weil wir das ganz wichtig finden einfach. Und da hat meine Frau Carmen gesagt, du wolltest doch immer schon mal so Home-Videos drehen, so kochen, so ein bisschen Show, ne? Jetzt hast du ja die Zeit. Da habe ich gesagt, jo, hast du ja eigentlich recht, ne? Also können wir das ja machen, ne? So ist diese Idee eigentlich auch entstanden. Und dann ist natürlich Jannis, der öfters schon mit mir zusammen gekocht hat und das ihm auch riesen Spaß macht, ah ja, dann kann ich ja helfen, hier ein bisschen schneiden, da, ne, so. Ich habe gesagt, klasse Idee, warum nicht, ne? Dann haben wir einfach angefangen damit. Zack, ein paar Videos gemacht, erstmal auf Facebook, dann kamen die Anfragen, ja, könnt ihr das nicht auch auf YouTube stellen, dass man das immer wieder mal sehen kann, also
gleich noch einen Channel dazu gemacht. Ne? Also immer schön abonnieren, sind wir immer wieder froh drum. Hey ihr Lieben, da sind wir wieder. Wir hoffen, es geht euch alle gut. Wir haben uns mal kurz die Pause gegönnt und jetzt machen wir den angekündigten lecker Milchreis. Dazu machen wir ein paar marinierte Erdbeeren, aber noch ein bisschen exotisch.